der Donauwalzer, Elisabeth oder Stücke von Udo Jürgens. Sie alle luden das Publikum beim Jubiläumskonzert der Werkskapelle Böhler in Mürzzuschlag zum Träumen ein. Mit bodenständigem Charme wurde die Geschichte der musikalischen Truppe nacherzählt. Da können wir wirklich alles nur mal nachschauen, wie was vor Aufnahme war. Das ist voll super. Ich finde das so klasse, dass du mir ein bisschen was für die Musik dazu hast. Wir haben dann eben versucht, das Ganze so kompakt wie möglich zu machen, denn wir wollten keine Chronik runterlesen, sondern wirklich das Ganze sozusagen für das Publikum unterhaltsam auch gestalten. Und ja, ich glaube, es ist super gelungen. An dem anspruchsvollen Programm wurde bereits seit dem Frühling intensiv gearbeitet. Das Ergebnis kann sich nun sehen lassen. Begonnen hat die Geschichte der Blasmusik bereits 1923 mit der Gründung der Werkskapelle. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut, voll unter den Musikern. Wir haben ja tagelang geprobt und jetzt sind wir froh, dass es einfach läuft. Und darüber sind wir sehr dankbar. Wir haben ja drei Highlights gehabt und wir sind nicht müde geworden. Jetzt sind wir so richtig in Schwung gekommen und ich muss sagen, heute vor allem, und das werde ich eh noch sagen, ganz toll, dass die Musikerkollegen so diszipliniert sind. Und große Disziplin legten auch die Kleinsten an den Tag. Also ich tanze heute zu Aladdin und die Wunderlampe, das war dann ein Duett und wir steigen dann ein und machen ein Quartett. Mit der Melanie ein Duett, dann steigen die zwei ein und sonst machen wir noch mit den Jüngeren auch noch was gemeinsam. Freut dir die Musik heute? Hast du schon ein bisschen zugehört? Ja, mir gefällt es ganz schön. Also ich fand das Konzert allgemein super. Alle haben sich richtig viel Mühe gegeben, hat man auch gemerkt. Auch die Kameraden der Betriebsfeuerwehr Voestalpine waren mit ihrem Gesang voller Eifer dabei. Ordentlich ins Zeug legten sich die Holzhacker von den Bernkoglern. Musik, Tanz und viele strahlende Gesichter machten diesen Abend für alle Beteiligten zu etwas ganz Besonderem. Generell ist es Spielen und eben das ganze Konzert halt. Also bis jetzt läuft es voll super. Voll geil. Spektakulär war auch das geniale Indoor-Feuerwerk, das die zahlreichen musikalischen Highlights noch einmal deutlich verstärkte und zum Strahlen brachte. Die Werkskapelle spielt bereits seit der Gründung der Stadt. Kein Wunder also, dass die beiden Jubiläen perfekt zusammenpassen. Wir feiern bereits das ganze Jahr 100-jährige Jubiläen, 100 Jahre Stadterhebung, 100 Jahre Böhler Werksmusik. Es war im Sommer das Dreitagesfest. Es war die Festsitzung des Gemeinderates am 17. Oktober. Ich habe gedacht, jetzt haben wir schon alles durch. Aber heute ist noch einmal ein Höhepunkt. Dieses Festkonzert ist so vielfältig und so abwechslungsreich, so wie es auch Mürzzuschlag selbst ist.
damit ist wohl auch die Richtung für die kommenden Jahre klar. Mit gänzlich neuen, aber auch bereits erfahrenen Talenten ist der Werkskapelle Böhler eine klingende Zukunft gewiss.